In dem heutigen Video geht es um das Thema Sex mit einem Narzissten. Das wird jetzt richtig spannend, weil wir schauen uns an, wie Sex als Machtinstrument, als Manipulationsinstrument gegen das Opfer eingesetzt wird. Nach dem Intro geht's los. Sex als Manipulationsmittel angewendet von einem Narzissten. Das wird jetzt richtig spannend. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst ein Abo da, dann lasst ein Like da, dann werdet ihr jedes Mal informiert, sobald ein neues Video von mir online geht. Wenn ich jetzt im Folgenden von dem Narzissten rede, dann seht es mir nach, dass ich hier die männliche Form wähle. Es könnte genauso gut die Narzisstin sein. Ich habe es nicht so mit dem Gendern und das Video würde unheimlich an Qualität verlieren, wenn ich jedes Mal sagen würde, der Narzisst, Schrägstrich, die Narzisstin oder NarzisstInnen, so wie es ja manchmal heute schon gemacht wird. Ich denke mal, dass für die allermeisten von uns klar ist, dass Sex nicht gleichzusetzen ist mit Kartoffelschälen oder mit jemandem ins Kino gehen. Genau das wird vielleicht der Narzisst in der Hochphase der Entwertung seinem Opfer klar machen. Es war ja nur Sex und ich liebe doch dich, das weißt du doch. Und das Opfer spürt eigentlich ganz genau, dass hier etwas so gewaltig gen Himmel stinkt. Aber wenn ein Opfer nur genug Gehirn gewaschen worden ist, genug gegaslightet worden ist und des Selbstwertes schon beraubt worden ist, dann schluckt das Opfer vielleicht diese Wahrheit und leidet aber innerlich Höllenqualen. Ich denke mal, dass für die allermeisten klar ist, dass man Sex nicht mit Kartoffelschälen oder mit jemandem ins Kino gehen gleichsetzen kann. Natürlich kann man Sex auch als rein körperliche Sache betrachten. Da hat man dann seinen One-Night-Stand oder man pflegt eine sogenannte Freundschaft plus, mag es ja alles geben. Aber jeder, der ein wenig Erfahrung hat in Sachen Sex, der weiß, irgendwas fehlt dann doch. Es fehlt die Wärme, es fehlt die Vertrautheit, es fehlt manchmal auch, dass sich wirklich fallen lassen können, das genießen können, das sich hingeben. Das macht man nicht mal eben so mit einem Snack, den man so zwischendurch mal so als One-Night-Stand sich reinzieht. Diesen Sex voller Wärme, voller Emotion, voller Hingabe, den hat man tatsächlich nur mit einem festen Partner. Und das ist der eine Grund, warum Sex etwas Besonderes ist. Der andere Grund sind die Hormone, die ausgeschüttet werden. Und das ist nicht ohne, was da passiert. Als erstes wäre da das Dopamin zu nennen. Dopamin, ja, das wird tatsächlich bei sexueller Aktivität ausgeschüttet und sorgt für Glück und Wohlbefinden. Beim Orgasmus kommt es dann tatsächlich zu einer regelrechten Dopaminexplosion. Als zweites haben wir die Endorphine, die Glückshormone, von denen hat jeder schon einmal gehört. Auch die werden beim Sex, bei sexuellen Aktivitäten ausgeworfen. Das dritte Hormon, das Oxytocin, das ist nun das Hormon, was dem Narzissten so richtig zuarbeitet. Es wird das Kuschelhormon oder auch das Bindungshormon genannt. Auch das Oxytocin wird ausgeworfen, wenn wir sexuell aktiv sind, wenn wir miteinander kuscheln. Oxytocin ist das Hormon, was uns mehr und mehr an den Partner bindet und Vertrauen schafft. Wir halten also fest, Sex ist aufgrund der Sachen, die ich gerade eben erklärt habe, doch etwas Besonderes und eben halt nicht mit Kartoffelschälen zu vergleichen. Das hat ja damals in den 60er Jahren schon nicht geklappt. Da gab es die Projekte der freien Liebe. Da gab es Wohngemeinschaften, da ist jeder mit jedem irgendwie in die Kiste gehüpft. Und da hat man sich doch tatsächlich versucht, weiszumachen, dass die Frau, mit der man gerade so wunderschön Sex hatte, ja, wo es so vertraut war und so intim und man hat sich so wohl und so glücklich gefühlt, da hat man sich dann tatsächlich versucht, weiszumachen, wenn nun diese Frau 3 Stunden später mit dem besten Kumpel aus der WG auch in der Kiste lag, dass das ja das Normalste auf der Welt ist, so Kartoffelschälen halt. Nein, diese Leute, die haben Höllenqualen gelitten und nicht umsonst sind diese Projekte gescheitert. Ja, und diejenigen, die heute noch an das Projekt freie Liebe glauben, die machen sich in meinen Augen ganz gewaltig was vor und werden auf dem Boden der Realität aufschlagen.
Aber schauen wir uns jetzt einmal an, wie Sex mit einem Narzissten jetzt aussieht. Narzissten sind ja von Haus aus empathielos. Und das hat natürlich auch gewaltige Auswirkungen auf ihr Liebesleben, also wie sie sich beim Sex verhalten. Narzissten können sich nicht so tief fallen lassen, sie können sich nicht hingeben, sie können keine wirkliche Nähe und Geborgenheit geben bzw. empfangen. Das funktioniert nicht. Und um diesen Mangel zu kompensieren, geben sich Narzissten beim Sex oft sehr leidenschaftlich. Diejenigen, die zum ersten Mal Sex mit einem Menschen haben, die ihre Unfähigkeit zu lieben über Leidenschaft, über vorgespielte Leidenschaft und Leistung versuchen zu kompensieren, diese Menschen fühlen sich tatsächlich auch in den siebten Himmel katapultiert, weil jetzt ist kein normaler Sex mehr an der Tagesordnung. Jetzt heißt es plötzlich andere Stellung, jetzt wird der Sex plötzlich an anderen Orten praktiziert und man wehnt sich tatsächlich im siebten Himmel. So etwas habe ich noch nie erlebt, schreibt der andere oder andere Zuschauer. Ja, wortwörtlich heißt es dann, ich lese es mal vor, ein Mann schreibt, Alter, der Sex war gigantisch. Eine Frau schreibt, die Lovebombing-Phase war der Hammer, inklusive dem besten Sex ever. Ein Mann schreibt, der Sex war gigantisch. Crystal Meth in Menschengestalt. Also deutlicher kann man ja nun wirklich die Euphorie, die man beim Sex mit einem Narzissten haben kann, nicht beschreiben. Ein Narzisst sieht die Sache tatsächlich nicht so leidenschaftlich. Er ist auf der Suche nach dem Kick. Er ist auf der Suche nach der Selbstbefriedigung. Er will sich beweisen, was für ein toller Hengst er ist. Und er will sich und dir beweisen, wie toll er doch im Bett ist. Und er wird ziemlich schnell rausbekommen, welche Knöpfe er drücken muss, um dich in Wallung zu bringen. So tickt ein Narzisst beim Sex. Was für einen Narzissten beim Sex noch dazukommt, ist, er ist ja in der Lovebombing-Phase tatsächlich in Hochstimmung. Und das macht ihn natürlich auch unglaublich potent. Ja, Männer und Frauen ticken, was das Sexualverhalten betrifft, ja sowieso komplett anders. Und bei einer Narzisstin kommt dann so eine Besonderheit mit dazu. Auch eine Narzisstin ist nicht zur Empathie fähig. Eine Narzisstin wird sich auch beim Sex nicht so tief fallen lassen können und sich hingeben können wie eine emotional gesunde Frau. Und da kann es dann schon passieren, dass eine Narzisstin nicht in der Lage ist, zum Orgasmus zu kommen. Was sie aber machen wird, sie wird die leidenschaftliche spielen und dem Mann einen perfekten Orgasmus vortäuschen. Narzissten sagt man ja auch nach, dass sie sexsüchtig sein können. Woran liegt das? Narzissten müssen die innere Leere füllen, die sie ja irgendwo immer als Bedrohung spüren. Um dieses Manko auszugleichen, was sie haben, wird dann der Kick gesucht. Schnellerer Sex, härterer Sex, häufig wechselnde Partner, viele Affären. Ja, Narzissten sind ja viel, viel freier im Kopf. Sie wissen ja so schnell, welche Knöpfe sie bei dir drücken müssen, um dich so richtig in Wallung zu bringen. Und darüber freut sich ein Narzisst. Du bist jetzt diejenige, die am Haken hängt. Und er weiß, du bist jetzt diejenige, die ab sofort noch viel mehr verzeiht und noch viel mehr durchgehen lässt als vorher. Und irgendwann nach der Lovebombing-Phase kann es dann sein, dass die ganze Sache kippt. Aus dem leidenschaftlichen Liebhaber ist dann plötzlich ein Mensch geworden, der gar kein Interesse mehr an Sex hat. Ja, das ist auch irgendwo nachzuvollziehen, weil ein Narzisst will ja nicht wirklich Nähe. Darauf will er sich gar nicht einlassen, weil es macht ihm Angst. Ja, und Sex ist ja irgendwo so ein Stück Nähe. Und wenn er dir das jetzt vorenthalten kann, dann schlägt er ja geradezu zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal hat er ein Druckmittel gegen dich in der Hand, ja, und zum anderen kann er sich der Nähe entziehen. Und jetzt kann das Heiß-Kalt-Spiel so richtig beginnen. Wenn du nicht richtig spurst, dann wird er sagen, ach, ich habe heute keine Lust auf Sex, und du fängst an, dich zu fragen, ja, was ist jetzt los, was habe ich jetzt falsch gemacht? Es ist ja nicht nur das Druckmittel Sex, es sind ja noch die ganz vielen anderen Manipulationstechniken, Gaslighten, Triangulation und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dein Selbstwert dann so richtig im Keller und du bist so richtig gefügig geworden. Das ist genau das, was ein Narzisst möchte. Und hier ist, wie gesagt, der Sex eine Manipulationstechnik. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Wenn es euch geholfen hat, lasst ein Abo da, drückt den Like-Button. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!